Hallo Leute, liebe Grüße aus Mexiko. Ich bin die Aurena Agathe Fola, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen und eine Sternensaat. Ich kann innerhalb von Sekunden an ganz tiefe Themen rangehen, ohne dass ich ein Vorgespräch habe. So, ich habe heute auch ein wichtiges Thema, je nachdem, wer das gerade sieht. Und zwar Identifikationskrise. Mir geht es hier auch nicht nur um Erwachsene, sondern auch um Kinder. Kennt ihr das, dass ihr euren Alltag bewältigt und dann habt ihr ganz viele Idole oder Vorbilder, die ihr versucht nachzuahmen, oder ihr kennt Menschen, die, oder Kinder, ihr kommt ins Kinderzimmer rein oder ins Jugendzimmer und dann hängen Poster von irgendwelchen Boygroups oder Bands oder Boxern oder WWF oder was es da alles gibt, WMF oder ich weiß gar nicht, wie das alles heißt. Und die Kinder versuchen eins zu eins diesen Menschen zu kopieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das nicht. Ich habe so Posternzeug nicht bei mir aufgehängt, weil ich habe immer gesagt, ich bin mein eigenes Vorbild. Ich orientiere mich an jemanden, aber was will ich sein, wer will ich sein? Ich hatte aber eine Freundin, die hatte das ganze Zimmer voll Poster mit Boybands und dann hat sie Tag und Nacht diese Musik gehört und natürlich die Tanzschritte nachgemacht oder die Mädels, die dann ins Ballett gegangen sind, die dann prima Ballerina werden wollen. Klar, bei mir war es eher anders. Ich bin mit dem Papa im Zirkus und wollte eine Ballerina werden, also eine Seiltänzerin. Oder wir haben die alten Blöcke von Familienfreunden aus dem Büro. Und dann haben wir so getan, als wenn ich eine Sekretärin bin. Oder kennt ihr diese kleinen Einkaufsmärkte, wo man dann den Tante-Emma-Laden nachgekauft hat. Und dann hat man da Sachen verkauft. Oder man hat eine Schürze bekommen als Mädel und dann waren Wäscheklammern drin. So, zum Thema Identifikationskrise. Was ist denn das und was bedeutet das? Das ist eigentlich, wenn man sich selbst verliert und nicht mehr weiß, wer man ist, wenn man andere kopiert und andere vor sich stellt. Wenn man verloren hat, den Kontakt zu sich selbst und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, links und rechts, und wenn man nicht mehr weiß, was man selber möchte, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und das ist super, super, super wichtig. Und ich weiß noch, in der Schule, ich hatte eine Klassenkameradin, die hatte eine beste Freundin, aber sie ist der immer hinterher und hat alles für die getan. Und dann hatte sie eine nächste beste Freundin und ich habe das immer beobachtet und habe mir gedacht, boah, die nutzen die eigentlich alle nur aus, weil die genießen das richtig, dass sie sozusagen einen Fan haben. Ich meine, wenn es zu intensiv wird, dann wandelt sich's um in Stalker, aber davon rede ich jetzt nicht. Und dann irgendwann war sie meine beste Freundin und dann bin ich aber sauer geworden und habe sie weggeschubst. Nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern weil ich wollte, dass sie ihre eigene Identität erschafft. Dass sie weiß, welche Kleidung sie will. Dass sie weiß, was sie möchte. Dass sie weiß, dass sie so sein darf und kann, wie sie sein möchte und trotzdem meine Freundin ist. Ich glaube, sie hat es damals nicht. Ich hätte es vielleicht verbalisieren sollen und sie nicht einfach wegstupsen sollen. Aber ich war auch ein Teenager und mich hat es dann aber umso mehr gefreut, als ich gesehen habe, dass sie dann angefangen hat, unterschiedliche Kleidung zu tragen oder versucht hat, ihren eigenen Weg, ihren eigenen Stil zu finden. Ich glaube, sie hat es aber damals nicht verstanden und hat es als Ablehnung gesehen. Ich war dann natürlich der Buhmann, aber so war es absolut nicht gemeint. Wir hatten auch einmal, kam ein Mädel zu uns in die Klasse und die hatte super krass Make-up und Schminke im Gesicht und wir waren gerade, glaube ich, mal 13, 14 Jahre alt und alle haben sich lustig über sie gemacht und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich komme mal zu dir heim und dann zeige ich dir mal ein paar so Schminksachen, wie du es anders machen kannst. Und das hat sie dann zwar selber gemacht, weil sie super gut im Schminken war, die hätte ruhig Make-up-Artist werden können. Da war es dann aber auch so, dass sie das nicht ganz verstanden hat. Weil ich habe ja mitbekommen, dass die anderen sich lustig gemacht haben. Und sie hat auch ausgeschaut wie eine Puppe. Also es war interessant. Sie hat sich geschminkt, bisschen wie so im Rokoko-Stil, so im alten Frankreich. Und dann habe ich aber, als ich zu ihr nach Hause bin, habe ich aber gesehen, dass sie das von ihrer Mutter hat. Und sie hat versucht, ihre Mutter zu kopieren.
Was ich aber dann gut fand, war, dass sie ihren eigenen Stil entwickelt hat und das Make-up, das sie dann benutzt hat, wie sie sich schminkt, es war um einiges besser. Ja, klar, wer bin ich, dass ich sagen kann, was ist besser, was ist schlechter? Aber man muss ja auch nicht unbedingt gemobbt werden in der Schule. Und wie kommt denn das, dass man eine Identifikationskrise hat? Einmal verliert man sich selber, weil man nie wusste, wer man selber ist, weil man es auch gar nicht durfte, weil die Familie einen zwingt oder das Umfeld so zu sein, wie sie es wollen. Geh mal zum Militär, da hat ein Individuum nichts verloren, sondern die Militär, da macht es einer wie der andere und der Teamgeist zählt und einer für den anderen. Aber wenn du dann alleine dastehst, dann bist du ein bisschen verloren. Und ich denke, dass viele Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, nicht nur traumatisiert sind von dem Krieg, sondern dass sie ohne diese Truppe, ohne dieses Kollektiv leben, dass sie allein auf sich gestellt sind. Da hat noch gar niemand drüber geredet. Und es ist total heftig, wenn du ständig in einer Gruppendynamik bist und immer im Team und immer mit Menschen und immer alle für einen und jeder macht das, was der andere macht. Und auf einmal stehst du da allein und kommst zurück vom Krieg und musst das alles alleine verarbeiten und keiner ist da für dich und keiner versteht dich und keiner ist mit dir im Team. Und es ist auch heftig. Und eine Identifikationskrise, ist auch ein Zungenbrecher, ist ja auch ein Überlebensmodus. Wie überlebe ich? Ich will überleben, also mache ich alles und gebe mich selbst auf. Das ist eine Selbstaufgabe, um anderen gerecht zu werden, um die Liebe von anderen zu bekommen, um die Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen, um dazu zu gehören, nicht allein dazustehen. Überlebenskampf. Und wenn ihr seht, dass euer Kind keine eigene Identität hat, sondern sich immer nach anderen orientiert, dann hockt euch doch mal mit eurem Kind hin und sagt mal, hey, was möchtest du denn eigentlich? Was ist eigentlich, was du gut findest? Oder wenn das Kind sagt, ich möchte sein wie so und so. Und dann sagt ihr, ja, okay, wenn die Person aber nicht wäre, was würdest du dann ausprobieren wollen? So, jetzt kommt aber der schlaggebende Punkt, wenn du als Eltern selber nicht mal weißt, wer du bist oder sein möchtest, wie willst du denn dann deinem Kind helfen? Aber du kannst deinem Kind helfen, indem du die richtigen Fragen stellst und es ermutigst, auf eigenen Beinen zu stehen, Dinge selbst zu erschaffen und zu kreieren. Oder auch kleine Workshops oder Kurse zu besuchen, wo die einfach Spaß mit anderen Kindern haben. Was nicht heißen soll, dass der Stundenplan so voll ist, dass sie überhaupt keine Zeit mehr haben, kreativ zu sein. Und Kinder brauchen Kreativität. Und wie bekommt man das? Im Wald, am Sandkasten, wenn Kinder einfach frei ihre Bedürfnisse leben dürfen und nicht nur zu Hause am Gameboy oder am Computer oder am Fernseher sitzen. Das sind wichtige Themen. Ich möchte aber auch, dass du verstehst für dich, dass du dich auch frei entfalten darfst, dass du Dinge ausprobierst und schaust, hey, mag ich das nicht? Ja, ich hatte immer ein Vorbild, aber wer bin ich denn? Wer will ich denn sein? Auch gerade in einer Partnerschaft oder wenn man strenge Eltern hatte, gerade Narzissten als Eltern, die auch nur ein Traumaresponse, eine Traumareaktion haben auf das, was ihnen widerfahren ist. Und das größte und schönste Geschenk an dem Ganzen ist, wenn die Liebe gibt frei, die Liebe kontrolliert nicht. Die Liebe hat Geduld und die Liebe gibt Freiraum. Und manchmal hat man dann das Gefühl, dass man allein auf einsamer Prärie steht, weil dann alle weg sind. Und wenn man aber Geduld hat, dann kann man auch die eigene Seelenfamilie finden. Wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch. Ich habe hier 1:1 in Mexiko, gehe mit euch an Kraftorte. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben auf Englisch, Arena and the Magic of Water, findet ihr bei Amazon. Und ich habe Kurse, die Sternensaatenaktivierung, Heileraktivierung und innere Meisterschaft. Wenn ihr Fragen habt, einfach melden und bitte teilt doch diese Videos. Bis dann, Bussi!